Zuerst natürlich vielen Dank, dass ihr alle da seid. Diejenigen, die direkt betroffen sind, aber auch diejenigen, die nicht direkt betroffen sind, die aus Solidarität kommen. Deshalb denen einen ganz besonders herzlichen Dank, weil sie heute uns verstärken hier in Ansbach. Jetzt muss ich zunächst etwas Geschichtliches sagen, so gerne es mir leid tut. Unabhängigkeit der USA. Ja, wer hat denn damals gegen die Unabhängigkeit der USA gekämpft? Ansbacher Truppen, wird gerne vergessen. Unser Markgraf, jawohl, im Dienste der Engländer. Aber sowas hört man heute nicht so gern, wenn man das mal sagt. Ne? Jetzt ist es inzwischen so, dass wir für die Unabhängigkeit von uns kämpfen müssen. Unsere Unabhängigkeit von den USA. Ja, darum ist der Termin, also auch von mir aus gesehen, wunderbar und richtig. Herzlichen Dank allen, die gekommen sind. Wie gesagt, Dank auch an Tobias Pflüger. Der steht übrigens doch da. Dank auch an Herrn Pflüger. Der Dank steht hier. Der Norbert möchte es bitte übergeben. Der Vortrag hat uns gestärkt im Einsatz für eine Welt ohne Krieg. Ich danke auch der Polizei, dass sie uns vor militärischen Angriffen bewahrt hat. Mit dieser heutigen Demo erinnern wir daran, dass Demokratie natürlich von Demo kommt. Der in Ansbach nicht unbekannte Journalist Andreas Zumach hat jüngst geschrieben, vor 25 Jahren löste sich der Warschauer Pakt auf. Der Kalte Krieg wurde formell beendet. Und heute? Heute ist die Lage zwischen Russland und dem Westen brenzlicher denn je. Soweit Andreas Zumach. Zwei Arten von Gefährdern oder Gefahrenträgern, wenn Sie wollen, sind heute wieder am Werk. Die Zündler und die Schlafwandler. Die Zündler, das ist buchstäblich zu verstehen oder auch übertragen, je nachdem. Zündler und die Danke, vielen Dank. Die Schlafwandler. Sie geistern wieder herum und wenn es dann kracht, war's keiner. NATO-Manöver, wir haben es gehört, an Russlands Grenzen und natürlich geplante Raketenstationierung in Königsberg. Wir fordern deshalb keine weiteren Nerventests durch das Militär. Keine weiteren Provokationen. Friedlicher Ausgleich der verschiedenen, durchaus verschiedenen Interessen. Und für uns Mittelfranken fordern wir so klarer Abzugstermin für die US-Armee. Alle US-Soldaten, die hier bleiben wollen, und da denke ich jetzt nicht nur an die Obrigkeit, sind willkommen, wenn sie die Waffen niederlegen, willkommene Migranten. Fazit: Bleiben wir wachsam gegenüber aller unfriedlichen Propaganda im Westen und im Osten. Bleiben wir Agenten der Aufklärung. Verteidigen wir die wirklichen Werte unserer Zivilisation, nämlich Menschlichkeit und friedlichen Ausgleich. Offensichtlich werden wir dazu noch immer dringend gebraucht. Vielen Dank.